Wie geht es dir jetzt in dieser ziemlich verrückten Zeit? Wenn wir jetzt eine ganz klare Entscheidung treffen, nachher werden wir auch mit dieser Krise Kraft und Lebendigkeit finden. Wir werden ein neues Vertrauen aufbauen können und wir werden mehr Lebensfreude finden. Und wir werden nachher gut durch die Krise hindurchkommen und wir werden nachher gestärkt aus der Krise herauskommen. Wenn wir das allerdings nicht tun, unseren Fokus jetzt, und das ist so wichtig wie noch nie, unseren Fokus jetzt nicht ausrichten und das tun, was die meisten tun, und einfach die ganze Zeit sich mit dem beschäftigen, was jetzt alles passiert und neue Maßnahmen und neue Richtlinien und neue Bestimmungen, nachher werden wir absaufen, und zwar emotional, geistig und auch körperlich. Und darum ist es jetzt so wichtig wie noch nie, eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Ich habe selber, wo das ganze Corona-Theater angefangen hat, habe ich mich selber intensivst interessiert. Was steckt da alles dahinter und wer steckt dahinter? Wer sagt den ganzen Politikern ein, was sie sagen sollen? Und ist da jetzt was Größeres geplant oder geht es da nur um Corona? Und ich habe gemerkt, da ist was Größeres geplant und da geht es um viel, viel mehr. Aber was da passiert ist, mein Kopf ist immer voller geworden. Ich habe immer mehr Informationen gehabt. Ich habe die Zusammenhänge erkannt. Aber das, was mir nachher nicht mehr so gut gefallen hat, das ist, dass ich einen Widerstand aufgebaut habe. Ich habe ein Problem gehabt mit der ganzen Situation. Ich habe gegen diese Situation gekämpft. Ich habe mich aufgeregt. Ich war genervt. Ich war leicht reizbar. Und ich habe mir dann gedacht, das taugt man nicht. Und ich habe mir noch eine Frage gestellt. Kann ich was dagegen tun, dass das jetzt weltweit so passiert? Kann ich was dagegen tun, und zwar hier und heute oder morgen? Dann tue ich es. Aber ich kann nichts dagegen tun. Also muss ich es annehmen, so wie es jetzt ist. Und das war eine ganz wesentliche Entscheidung. Und dann habe ich gesagt, so, Giovanni, back to the root. Zurück zu dir. Zurück an den Start, da wo du hinkommst. Ich liebe die Lebensfreude, die Leichtigkeit, ich liebe die Klarheit und die Freiheit und die lässige Perspektiven zu haben und zu wissen, was kann ich heute tun. Eine natürliche Positivität aufzubauen, das mag ich so gern. Und ich weiß, dass das andere Menschen genauso gern für sich selber mögen, wenn sie das tun. Aber dafür müssen wir eine ganz klare Entscheidung treffen. Und so ist mir das Ganze nachher bewusst geworden und ich habe gesagt, so, und jetzt back to the root. Und das heißt, dass man wieder mehr Raum für sich zur Verfügung stellt. Weil jetzt kann man wirklich sagen, ich muss mich entscheiden, zwischen mir oder meinem Kopf-Ego-Denken. Weil das Kopf-Ego-Denken, das ist mit materiellen Dingen, mit Lebensumständen, mit Situationen identifiziert. Das heißt, es ist unmittelbar in Verbindung. Und das hat immer mehr Hunger nach Wissen und nach Leiden. Das Ego leidet gerne, so komisch wie es klingt, aber es leidet so gerne. Und wenn man Headlines lesen oder neue Berichte oder neue Verstrickungen, neue Möglichkeiten, nachher kommt unser Ego-Verstand ins Leiden. Und das ist das, was der Ego-Verstand auch will. Und jetzt müssen wir wissen, will ich das oder will ich es nicht? Und ich habe für mich entschieden, raus aus dem Sumpf. Und jetzt gebe ich mehr Aufmerksamkeit mir, meinem innersten Sein, meinem Feeling, meinem, dass ich mich spüre, dass ich mich wahrnehme. Und ich habe in der Früh so ein regelmäßiges Morgenritual. Und in dem Morgenritual, da mache ich Yoga-Übungen und Krafttraining, Kältetraining und Atemtechnik nach Wim Hof. Und wenn ich, also mein Programm, das dauert circa eine Stunde, wenn ich das so durch habe, nachher bin ich derart in meiner Kraft, derart präsent, derart da, derart verbunden, derart verwurzelt, dass ich mir denke, so, welchen Berg versetzen wir jetzt? Und das haltet den ganzen Tag lang. Und während des Tages bin ich gerne in der Natur draußen. Und ich bin ganz absichtlich an diesen Ort hergegangen, weil da hinten dieser See, ich gehe gerade einmal auf die Seite gleich, da siehst du, dass der See den Berg da hinten, es hat gerade frisch geschneit, spiegelt.
ein wunderbares Bild. Versuch jetzt gerade einmal, ich gehe dir jetzt gleich aus dem Bild, versuch jetzt gerade einmal dieses Bild einfach nur anzusehen, zu erleben und nicht darüber nachzudenken, nur anzusehen. Und jetzt gehe ich gerade einmal kurz auf die Seite. Wie gelingt es dir oder wie ist es dir gelungen? Eine Zeit lang geht es, gell? Und nachher kommt der Kopf wieder und denkt wieder darüber nach. Aber das macht nichts. Und wenn man die Gedanken nachher so fließend beobachtet, wie sie so durchfließen, dann spielt es überhaupt keine Rolle. Aber jetzt in die Natur rauszugehen, jetzt in die Natur zu erleben, die Dinge zu beobachten, blöd zu schauen, sage ich so gerne dazu. Einfach nur schauen und sich spüren. Weil jetzt sind die Ablenkungen so intensiv wie noch nie. Wir haben auf dem Handy Sachen drauf, da können wir uns einen ganzen Tag und eine ganze Nacht ganz leicht beschäftigen. Aber bringt uns das wirklich weiter? Weil wir sind nachher in einer digitalen Welt und wir sind nicht mehr hier. Das heißt, wir müssen uns auch entscheiden, wie viel von dem lasse ich für mich selber zu. Muss ich alle Informationen haben? Muss ich die ganze Zeit drauf schauen? Oder kann ich es manchmal einfach auf die Seite legen? Oder überhaupt den Ton auf lautlos? Ich sehe es eh, wenn jemand anruft oder wenn jemand angerufen hat. Also jetzt sich ganz klar zu entscheiden, wie viel Raum gebe ich meinem Kopf-Ego-Denken und wie viel Raum gebe ich meiner inneren Präsenz. Weil das ist jetzt der einzige Ausweg. Der einzige Ausweg in einer Krise, und zwar hier und heute. Wenn wir uns für das entscheiden, dass es uns gut geht, dass wir auf uns schauen, dass wir den Raum für uns finden, dass wir lernen zu atmen. Atme einmal dreimal intensiv ein und wieder aus. Und versuch, deinen Atem zu spüren. Das sind die Dinge, die was ich meine. Sich zu spüren, seinen inneren Körper wahrzunehmen, zu spüren, zu erleben. Das sind die Dinge, da müssen wir uns echt entscheiden, bleiben wir jetzt da oben oder gehen wir jetzt eine Ebene tiefer und erleben uns. Und wenn das jetzt die Gelegenheit dafür ist, dann könnte man sie nutzen. Nachher könnte man das jetzt aufbauen und stärken. Und so habe ich für mich selber entschieden, dass ich Nachrichten und News am Abend einmal 20 bis 30 Minuten mir anschaue, dass ich weiß, was momentan passiert, und ich nehme Abstand davon, weil ich kann jetzt nichts dagegen tun oder ich kann jetzt nichts tun, damit es anders ist oder besser ist. Das heißt, ich nehme Abstand, ich nehme es so, wie es ist und lasse es einfach durchlaufen. Und nachher belastet das mein System nicht. Und das ist das, was mich stärkt, aufbaut und kräftigt. Weil wir müssen lernen, in der Hölle zu tanzen. Wenn wir es da können, dann können wir es überall. Und stell dir vor, irgendwann wird auch diese Krise vorbei sein. Nachher kommen wir mit einem Elan und Schwung aus dieser Krise mit neuen Ideen. Wir haben vielleicht schon neue Dinge angefangen und gestartet, die was wir sonst gar nicht losgestartet hätten. Aber jetzt in der Krise hat es uns vielleicht gezwungen dazu. Wir kommen aus dieser Krise und sagen wow, 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 wow. Und genau so soll es sein. Wenn wir unseren Körper kräftigen, aufbauen und stärken, weil alles, was im Körper nicht benutzt oder gebraucht wird, wird recycelt. Zum Beispiel Rückenmuskulatur. Wenn wir die nicht kräftigen, nicht aufbauen, nicht stärken, nachher baut der Körper die ab, weil er sagt, braucht man nicht, können wir verräumen. Zum Beispiel das Vitamin D3 ist ein wahrer Helfer, ist das gute Laune-Vitamin. Schau dir dazu vielleicht im Internet, auf YouTube gibt es da vom Professor Dr. Spitz oder vom Robert Franz ganz gute Videos, Informationen, wie man das macht. Vitamin D3, K2 und Magnesium, das ist das, was der Körper unbedingt braucht. Und wir helfen unserem System damit. Weil immer dann, wenn unser System in Stress gerät, das heißt, wenn wir eine Headline lesen und erschrecken, in Stress kommen, nachher fährt unser Immunsystem, das was jetzt so wichtig ist, fährt für 5 bis 7 Stunden nach unten. Das heißt, wenn der da oben jetzt aktiv ist, unser Egoverstand, nachher kommen wir ins Kämpfen, ins Leiden und setzen uns unter Stress. Und wir
schwächen unser gesamtes Immunsystem. Wenn wir uns spüren, erleben, mit uns beschäftigen, uns fühlen. Nachher baut sich Energie und Kraft auf, aus einer tieferen Ebene. Und ich habe dir drei Bücher mitgebracht, die möchte ich dir gerne empfehlen oder möchte ich dir gerne weitersagen. Vielleicht ist das was für dich. Man kann ja auch interessante Lektüren lesen und aufbauende Sachen. Zum Beispiel von Mochi, weiter als Himmel, größer als Raum. Das Buch der inneren Befreiung. Innere Befreiung, da hat er eben den da oben gemeint. Der hat uns die ganze Zeit belästigt. Dann habe ich noch ein Buch, das ist von Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart. Das ist ein faszinierendes Buch, Kraft der Gegenwart. Das sagt eigentlich schon sehr viel. Das ist da, wo wir unsere Kraft finden, im Hier und Heute. Und wenn wir uns dafür entscheiden, nachher werden wir Kraft und Lebendigkeit entwickeln, Kreativität, Klarheit und Leichtigkeit. Und noch das dritte Buch, das ist vom Tom Mögele, ist absolut ein Lieblingsbuch von mir. Das ist Mindflow, wie Sie durch Nichtwollen und Nichttun alles erreichen. Klingt gut und genau so ist es, oder? Tom Mögele hat 5000 Jahre altes Wissen übersetzt, dass man es leicht umsetzen kann. Da sind Körperübungen dabei, wie man die Energie für sich nutzen kann und nicht Energie verliert. In einem Konflikt zum Beispiel kann man Energie gewinnen, egal auf welcher Seite das man steht. Und was auch immer, dass wir anstreben, wir brauchen gar nicht kämpfen darum. Das kommt ganz von selber. Und das sind drei ganz nette und interessante Lektüren, die können wir momentan vielleicht ein bisschen intensiver studieren, weil wir uns jetzt für uns entschieden haben, für unser Feeling, für unsere innere Präsenz, für unsere innere Autorität. Und zu erkennen, der Geist oder mein Denken bin nicht ich. Das ist mein Denken, wie mein Arm oder meine Hand oder mein Ohr. Das bin nicht ich. Ich bin innere, wahre Präsenz, so wie jeder für sich. Also wenn der da oben verrückt spielt, nachher hilft es, den einfach nicht so ernst zu nehmen und zu sagen, mach, regst dich wieder auf. Oder Worte sind nicht wichtig. Worte sind wie Wind. Die muss man nicht ernst nehmen. Das sind einfach so Hinweisschilder. Und so kann man das gut lernen, dass man dem oben nicht mehr die gesamte Aufmerksamkeit gibt. Weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn wir dem viel Aufmerksamkeit geben, so wie ich, wo ich mich intensiv beschäftigt habe, dann wird das Thema größer. Wenn ich mehr Aufmerksamkeit meinem inneren Feeling zur Verfügung stelle oder wenn ich mich ganz klar dafür entscheide, und zwar täglich, dann wird das größer und stärker und lebendiger. Und genau das ist, was ich sehr gerne habe. Ich freue mich, dass du bei diesem Video dabei warst. Wenn du das Gefühl hast, dass das auch für andere interessant ist, nachher teile es gerne. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Pfiati, Servus, mach's gut.